Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Dark. Ja, ich bin es, euer MC Muffix, und wir sind hier gerade im Museum auf der Suche nach dem Chef dieses Museums. Denn dieser ist ein Obervampir und den müssen wir absorbieren, damit wir ebenfalls Vampirkräfte erhalten. Aber das Museum wurde unglücklicherweise von irgendwelchen irgendwelchen Söldnern angegriffen. Und diese Söldner scheinen gar nicht mehr so nett zu sein und deswegen... Wartet. Ah, wir müssen den gar nicht aussaugen. Ich wollte den jetzt hier aussaugen. Dann eben nicht. Deswegen tun wir die hier auch K.O. schlagen. So, schieben wir den irgendwo weg. Nicht in die Glasscheiben. Ich achte drauf. Auch wenn Glasscheiben meine Erzfeinde eigentlich in diesem Spiel sind. Nicht die Typen hier. Nein, die Glasscheiben sind das Schlimmste. So, so. Hat mich jetzt jemand gesehen? Oh! Den habe ich ja gar nicht gesehen, die Typen hier. Scheiße. So. Oh, sind da viele. 1, 2, 3, 4. Okay. Du siehst mich jetzt mal nicht. Der da, ich weiß gar nicht, was mit dem Typen da hinten ist. Der hat irgendein... Oh, hier müssen wir aufpassen. Wenn wir vor dem Ding laufen, dann glaube ich, dann wird so ein Alarm ausgelöst. Das haben wir beim letzten Mal in so einer kleinen Cutscene gesehen. Da ist auch so ein Typ vor die Sprechanlage gegangen und da ist die losgegangen. Das können wir aber theoretisch doch auch zu unserem Vorteil benutzen. Also die beiden, gegen die können wir gar nichts erstmal machen. Das heißt, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal hier um den da. Hä? What the hell? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach gerade von jeder Seite wurde ich abgeballert. So. Neuer Plan. Wir knocken erstmal diesen Typen da aus, der sich da hinstellt. Und dann können wir das hin. Okay, unser allererster Bildschirm tot. Aber jetzt immer das erste Mal. Oh. Ey, und zum ersten Mal wurden wir richtig entdeckt. Naja. Erstmal revanchieren wir uns hier bei dem, weil wir entdeckt worden sind, auch wenn es nicht seine Schuld war. Egal. So, die beiden Typen, die müssen sich mal trennen. Davor können wir eh nichts machen. So. Schauen wir mal, wo stellen die sich hin? Wir können die halt auch nicht einzeln angreifen, weil der eine würde sofort sehen, wenn sein Kumpel hier stirbt. So, wir können mal kurz schauen. Wir haben einen Punkt. Können wir vielleicht unseren Schattensprung nochmal upgraden? Ja, das kostet 2, schade. So, ja, dann müssen wir uns jetzt erstmal wieder... Oh, dahinter porten. Komm, porten. Hoffen, dass der uns nicht sieht. Ja, das ist super. Wenn der jetzt hierher kommt, das wäre echt super. Oh, jetzt haben wir das hier ausgelöst. Interesting. Hier gibt es Probleme. Hat es jetzt jemand gehört? Sieht so aus. Scheiße. Okay. Aber bis jetzt geht's immer noch. So, schauen wir mal. Da sind 2 noch. Ja, wir haben ein bisschen Leben verloren. So, den sollten wir doch... Oh, scheiße, ich glaube, das war eine dumme Idee. Das war sogar eine sehr dumme Idee. Verdammt, ich hoffe, der Typ da hinten sieht es nicht, dass wir hier sind. Weil ansonsten hätten wir jetzt das Schwerste hier geschafft. So. Ich gehe jetzt hier kurz mal in das Menü. Ich will mal sehen... Ich will mich mal heilen. So. Jetzt was... Oh, warum sieht ihr mich? So, schieben wir die hier noch ein bisschen in die Ecke. Ich weiß gar nicht... Ne, ich muss mich nicht heilen. Gut. Dann machen wir doch wieder den Schattenschlag drauf. So. Okay, gut. 2 Typen sind da. Und da hinten sind sogar noch ein paar mehr. In welche Richtung schaust du gerade, mein Freund? Hey, wer ist da? So, wo geht der hin? Da geht er. Okay, das ist super. Dann kommen wir den jetzt von hinten nämlich aus. Scheiße! Töte ihn doch! Du blöder Vampir! Leb doch gefälligst länger! So, okay. Im letzten Part lief so gut und jetzt sterbe ich hier die ganze Zeit. Aber immer sehe ich jetzt... Ah, es war natürlich... Ich bin nur gestorben, weil Schicksal wollte, dass ich hier die E-Mail finde. So ist das, Leute. So ist das. Okay, aber das war gerade echt schlecht. Es ist nicht so gut gelaufen, aber irgendjemand hat mich schon wieder gesehen. Das hat mich aufgeregt. So, das regt mich auf. So.
Da machen wir es jetzt einfach nochmal wie gerade eben. Wir locken den Typen mit der Alarmanlage hierher. Nicht mit der Alarmanlage, mit dem Schaukastending da. Dann kommt er nämlich hergelaufen, wir können ihn wunderschön ausnocken und seinen Kumpel da, den docken wir dann vielleicht am besten mit einem Schattenschlag aus und dann können wir uns wieder um die beiden kümmern. So. Da gehen wir jetzt hin. Wir brauchen Verstärkung, schnell! Scheiße. Warum halten wir auch so wenig aus? Ich will gefälligst so ein cooler Vampir sein, der unbegrenzt viel aushält. Aber naja, wenn es so nicht geht, dann müssen wir es halt anders machen. Ja, wieder diese E-Mail eingesammelt, das ist sehr schön, da kriegen wir nochmal 200 Erfahrung. So, und dann können wir den jetzt erstmal ausnocken wieder. Das ist tricky, also das ist jetzt echt mal eine ein bisschen schwerere Stelle als die gerade ebenen. Oder, wartet, wir können uns das auch mal ganz schnell hierher porten. Schleicht da jemand herum? Nein, natürlich nicht. So, kommen jetzt beide oder kommt jetzt nur einer? Das ist gerade auch so eine Frage. Weil der stellt sich jetzt dahin. Kann der andere Typ mal da weggehen? Hab mich wohl getäuscht. Ja, der geht jetzt weg. So. Hier ist doch Scheiße, etwas. Warum hat es der gesehen? Jetzt gehen beide hin. Schade, ich hab gedacht, da geht jetzt nur einer hin. So, machen wir unseren Schattenschlag, würde ich sagen. Türen dir herholen. So, das war sogar sehr schön gerade. Jetzt bete ich, dass er uns dann da hinten nicht sehen wird. Und dann holen wir uns den jetzt. So, nehmen wir es mal jetzt. Was? Scheiße. Wer hat das gehört? Der da. Scheiße, scheiße, scheiße. Warten. Warten. So. Oh Leute, nicht so stealthig, aber trotzdem. Bis jetzt geht wirklich noch alles. Unseren Schattenschlag müssen wir auch mal testen. Ich mache das ja nur, um den Schattenschlag mal zu testen. So, und dieser Typ, der ist so nervig. Der ist sowas von nervig. Wegen dem bin ich jetzt hier zweimal Game Over gegangen. So. Ah. Ich töte ihn trotzdem. Ich werde den jetzt hier so herlocken. Was war das? So, jetzt haben wir den hier wunderschön rausgelockt und jetzt werde ich mir den holen. Der hat's verdient, den tue ich jetzt echt hier. Oh, kommt jetzt hierher? Scheiße. Warum geht er da noch nicht dahinter? Egal. So, und jetzt. Scheiße, der Blutsauger hat sich. Was hast du entdeckt? Du hast gar nichts entdeckt. Gar nichts hast du entdeckt, mein Freund. Was, Alarm? So, sind doch alle tot. Ist hier nur irgendwo jemand? Nein. Oh doch, oh doch, oh doch, oh doch. Scheiße. Nein, da kommt Verstärkung. Ey, Mann, war ja so klar. Achtung, das könnte ein Hinterhalt werden. Bleibt hier. So, und dann den da. Ich habe. Es tötet ihn doch. So. Oh, Leute. Das war nicht gut, aber wir haben es geschafft irgendwie. Oh, Leute, Leute, Leute. So, das ist wieder ein Radio. Und, kann man den eigentlich anklicken gerade irgendwie? Ich befinde mich gerade an den Dämmen im Ostteil der Stadt. So, irgendwelche schönen Dämme. Der Angriff auf das Museum war merkwürdig. Diese Einbrecher wirkten zu militärisch und zu professionell. Außerdem machten sie keine Anstalten, etwas zu stehlen. Ich befürchtete, dass sie das gleiche Ziel hatten wie ich. Blooming. Eben der Museumswärter. Museumswärter. ich war gerade irgendwie nachts im Museum. Nee, ich meine natürlich dem Chef des Museums. So, dann müssen wir zuvorkommen. So. Und jetzt gehen wir wieder bis das Stealthiger vor. Oder? Was passiert jetzt? Die Kopfschmerzen waren plötzlich wieder da. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Alles drehte sich. Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte es kaum geben können. Ich musste mich zurückziehen und mir eine ruhige Stelle suchen, wo ich mich ausruhen konnte. Ruhig, Eric. Es ist alles gut. Die Stimme des Engels verschwand so schnell aus meinem Kopf, wie sie gekommen war. Aber die Schmerzen waren ebenfalls verschwunden. Ich musste mich beeilen und Blooming finden. Die Kopfschmerzen durften mich nicht noch einmal erwischen. Hoffen wir, dass sie dich das nicht nochmal tun, denn sonst könnte es knapp werden, hier Blooming vor denen zu finden. So, so, da sind drei Typen und da wird's weitergehen. Endlich, wo der Direktor ist. Ich hab keine Ahnung. So, wer ist denn da? Endlich aus. Aber ich weiß es doch nicht. Sag es oder ich knall dich ab. Hä? Da geht's aber nicht lang, oder? Ist es nicht.
Scheiße, Mann, musste das sein. Du hast mich fast erwischt. Sorry, aber so, den konnten wir nicht retten. Das ist schade. Das ist sogar nicht schade, das ist sogar ein bisschen grausam, was die da gemacht haben, aber typisch. So, speichern wir mal kurz. Interessantes Museum. Und was ist hier für eine Ballerei los? Oh, Kriegszustand, what the fuck? Okay, die sind erledigt. Sichert den Raum, da kommen wahrscheinlich noch mehr. Die Museumswachen hatten die Einbrecher zurückgeschlagen. Allerdings würden sie mich kaum von den Einbrechern unterscheiden. Die Dunkle. Okay, warum sind gerade hier die Sprecher von dem weggegangen? Ich weiß es nicht, aber egal. So, dann müssen wir jetzt wohl diese netten, freundlichen Gefängniswärter ausschalten. Eigentlich ein bisschen schade. Oh. Obwohl, ausschalten ist eigentlich gar keine gute Idee. Weil schaut euch mal an, wie viele das sind. Das sind ja mindestens zehnmal so viel wie hier normale Wachen. Wie es vorher war. Ah! Scheiße. Den müssen wir leider so machen. Ja, den müssen wir jetzt irgendwo hinsehen, wo ihn keiner zieht. Das ist auch gar nicht so leicht. So, hier. Ich hoffe jetzt einfach mal, hier kommt keiner hin. So. Oh, ja klar. Ja klar. Ja klar, komm da natürlich hin. Komm da natürlich hin. So. Der sollte uns aber nicht sehen. Oder vielleicht doch. Natürlich. Ganz ehrlich. Jetzt komm schon. Du komm, jetzt dreh dich doch mal um. Bitte, bitte, bitte. So. Wir brauchen... Was brauchst du? Das ist gar nichts, Mann. Bitte sind jetzt nicht alle alarmiert. Ganz ehrlich, ich stehe hinter ihm und auf einmal... Und auf einmal... Es ist so unfair. Oh, Leute, nee, ich glaube, das können wir nochmal neu laden. So, das sind wir schon wieder. Blöd, in diesem Spiel ist die Ladetaste auch gleichzeitig meine Aufnahmetaste, das mache ich ja gar nicht. Und das wäre fast schon wieder sehr schlecht geendet. Schauen wir mal kurz in unser Upgrade. Wir haben immer nur einen Punkt. So, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal hier oben. Weil der Weg da gerade eben, das war ja, das ist unmöglich irgendwie zu schauen. Zumindest für mich. So, aber hier oben sieht es auch nicht so super aus. So, komm. Ich möchte... Ja, aber das bringt auch nichts, dass wenn wir uns da hinporten können... Da sind einfach zu viele Wachen oben. Es sind an sich überall viel zu viele Wachen, ganz ehrlich. So. Können wir vielleicht den irgendwie mal ausschalten mal? Jetzt was? Hier gibt es Probleme. Das kannst du nicht sein, das kannst du nicht sein. Boah, aber Peter hat das gar nicht mitbekommen. Nervig, nervig, nervig. So, jetzt sind wir schon mal hier. So, da hinten ist jetzt der Typ. Dann sollten wir uns doch jetzt mal ganz schnell hier vorbeischleichen können. Und irgendwie... Der sollte jetzt hier irgendwann mal herkommen. Und dann können wir ihn hoffentlich ausnocken. Und ich hoffe, der dreht sich dann nicht wieder so blöd um. Das ist ein wenig nervig, wenn die sich immer so genauso hindrehen, dass ich sie nicht weghauen kann. So, ich würde sagen, wir verstecken uns einfach hier unten. Und dann ist die Chance sehr hoch, dass wir ihn irgendwie erwischen. Wenn er sich mal bewegt. Boah, beweg dich doch mal, du. Ich rede natürlich hier von der Wache. Ey, der ist ja so nervig. Jetzt bleibt er auf einmal stehen. Ganz ehrlich, die ganze Zeit bewegt er sich. Ach, klar. Klar, jetzt... Ey, die Wache, ey, Mann. Der hat auch... Den würde ich ja so gerne aussaugen. Einfach nur aus Prinzip. Oh, super knapp. Das sind schon wieder zwei. So, aber den sollten wir uns doch eigentlich ganz locker schnappen können. So. Kannst du da runterfallen? Bitte fall. Nein, fall da nicht runter, fall da nicht runter, fall da nicht runter. Ja, komm! Ja! Ey, das ist doch so eine Scheiße. Ich hol ihn da raus. Gib mir Feuerschutz. Ey, das ist doch so übelst unfair. Die Leiche backt sich darüber. Hab ihn! Ey, lächerlich. Also sorry, aber das ist echt scheiße. Ganz ehrlich, wenn die Leiche sich einfach mal über die Deckung backt und ich sie deswegen nicht verstecken kann. Ehrlich, Mann. Also sowas regt mich ja schon ein wenig auf.
So. Und dieses blöde begrenzte Speichern kostet mich auch rein. Ganz ehrlich, ich will Gefecht so oft speichern können, wie ich Bock drauf habe und nicht immer begrenzte Anzahl. Boah, wer sich das begrenzte Speichern ausgedacht hat, der ist auch so ein Genius. So, komm jetzt hierher. Ja, letzte Zeit. Und dieser blöde Heini da vorne, der steht, den mag ich echt am allerwenigsten. Der kotzt mich am allermeisten an. So. Und jetzt kann ich den wieder nicht absaugen. Wegsaugen hier, oder wie auch immer. Ich will neue Fähigkeiten haben, damit ich besser töten kann. So. Der schaut halt immer genau dahin. So. Wer? Warum? Wieso? Du, ey, du, ich gönne dir so. Ich gönne es dir so, dass ich dein Blut raussage. Kannst du, ich mach das perfekt. Und trotzdem merkt er das. Ist das nervig? Ja, von mir ist das. Dann tut die Leiche immer was Informatives erfahren. So. So, das war das haben natürlich jetzt die anderen nicht gehört. Aber jetzt zumindest mal. Und jetzt können wir den hier hin tun. Ich glaube, das reicht. Ich hoffe es zumindest. Und jetzt müssen wir da hin. So, wie machen wir das am besten? Das sind diese Scherben, auf die müssen wir aufpassen. Dann schnell dahin. Okay. Schauen wir mal. Die eine Wache bleibt die da nur stehen. Das wäre wichtig zu wissen. Also, weil die Wache, also, es sieht so aus, als würde die einfach nur stehen bleiben. Hält sie sich die Waffe an den Kopf? Es sieht irgendwie so aus. Nicht die intelligenteste Wache. So. Frage ist, wie wir jetzt hier das machen. Wir könnten natürlich auch einfach mal versuchen durchzustealthen, ohne einen der Heinis hier zu töten. Weil ich habe ja jetzt keine Lust, ihn wieder zu töten und dass er dann da runterfliegt und dass der Heini ihn dann wieder sieht. So. So. Und jetzt, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön, mein kleiner Freund mit dem Kevin Kurani-Bart. Du musst jetzt leider draufgehen. und den haben wir jetzt auch schön abgesaugt hier. Ausgesaugt, wie auch immer. So, ich habe keinen Speicher mehr. Ach, das ist so nervig. Ich würde so gerne speichern. Weil das war jetzt echt gut bis jetzt. Es läuft es hier. Oh, aber apropos Laufen, die Zeit läuft auch wieder weg. Ah, die beste Überleitung ever. Und der Part ist jetzt eigentlich schon wieder vorbei. Hier sind ganz schön viele Wachen. Das heißt jetzt eigentlich schon, dass ich wieder einen kleinen Cut machen muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Let's Play Dark. Bis dahin, euer Dempsey Muffix. Haut rein. Ciao.